Ach ja, ich und meine Pläne. Wie sich einige von euch sicherlich erinnern können, hatte ich geplant, diese Review-Serie in einem Stück zu veröffentlichen. Mittlerweile sind wir in der dritten Episode angekommen und ich muss sagen, mit insgesamt 4 Folgen wird es wohl wahrscheinlich nicht getan sein. Vermutlich werden es 5 oder 6. Aber hey, das bedeutet, dass wir uns noch etwas länger mit unserem italienischen Lieblingsklempner auseinandersetzen können. Herzlich willkommen zu einem heißen Wüstenlevel, welches mir zunächst den Eindruck der Lava-Lagune Light vermittelt hat, in jeder erdenklichen Hinsicht. Herzlich willkommen zu einer Review, dessen Ursprung mich dazu bringt, Wasserlevel aufgrund der niedrigen Münzzahl lieben zu lernen. Herzlich willkommen zu The Most Perfect Safe State Teil 3. It's me, Mario! Hallo! Kapitel 8 Wobbiwabba-Wüste. Nach dem frustrierenden Erlebnis der feurigen Lagune widmen wir uns nun einem ähnlich heißen Level. Die Wobbiwabba-Wüste ist, wie der Name schon sagt, ein ziemlich trockener und sandiger Ort, in welchem wir schnell im Treibsand und auch auf vielerlei anderer Hinsicht unser Leben lassen können. In der ersten Mission müssen wir auf den Stern eines Geiers geiern. Dieser fliegt in einem Kreis über 4 aus dem Boden ragenden Säulen, welche seltsamerweise von Mario einfach zu Fuß erklommen werden können. Wirft diese physikalische Abnormität etwa den Schatten Mario Galaxies voraus? Vermutlich nicht. Zu Beginn des Levels finden wir ein steinernes Gebilde vor, auf dessen Dach eine Flügelkappe auf uns wartet. Ich nutze diese, um mir den Weg zum Vogel zu vereinfachen. Tatsächlich benötige ich aber ein paar Anlaufe, um das Dach zu erreichen, weswegen der reguläre Weg vermutlich schneller gewesen wäre. Ich springe dem Federvieh an die Füße, erlange damit Zugang zu seinem Schatz und sammle den 60. von 120 Sternen ein. Halbzeit! Bringe Licht in die Pyramide wirkt für den ungeschulten Mario 64 Spieler zunächst sehr kryptisch. So sehr, dass selbst ich immer und immer wieder verwechsle, was das Spiel hier nochmal von mir wollte. Dadurch schließe ich den dritten Stern tatsächlich versehentlich vor unserer eigentlichen Mission ab. Ich bitte daher, einen verschobenen Sterne-Counter zu entschuldigen. Was das Spiel hier eigentlich von uns will, ist, dass wir die Pyramide von außen erklimmen und in einer kleinen Ausbuchtung an der Spitze unsere Belohnung in Empfang nehmen. Dies umgehe ich aber frech mit der Flügelkappe. Bereits im letzten Kapitel wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es doch schade sei, wenn ich den vom Entwickler erdachten Weg einfach skippe und so die Besonderheiten der Mission völlig außer Acht lasse. Und ich muss sagen, dass ich euch dazu 80% zustimme. Die fehlenden 20% rühren daher, dass ja die Flügelkappe dort bewusst platziert wurde und sie daher ebenfalls entwicklererdacht ist. Diejenigen, die die Flügelkappe schon freigeschaltet haben und auch an die Box rankommen, haben es halt einfacher. Doch ich verstehe den Punkt zu 100% und gerade weil dieses Format ja jeden Stein auf links drehen und euch meine Lieblingsspiele aus allen erdenklichen Winkeln zeigen soll, werde ich in zukünftigen Most Perfect Safe States einfach zunächst den in Anführungsstrichen üblichen Weg präsentieren und euch dann, sofern vorhanden, eine leichtere alternative Route zeigen. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Da dieses Gameplay-Footage aber bereits vor Monaten aufgenommen wurde, müsst ihr zumindest hier noch leider darauf verzichten müssen. Ich danke euch dennoch für euer Feedback. Kommen wir aber nun zu der vorgezogenen Mission. In dieser betreten wir die Pyramide über dieses Loch. Dadurch gelangen wir, wie in der Lava-Lagune, in ein Unterlevel der Welt. Und auch wie im Lavaland gefällt mir das Layout hier besonders gut. Von allen 15 Mario-Gemälden fühlt sich diese Sektion für mich bis heute irgendwie immer am Mario-artigsten an. Über verschiedene Hindernisse erklimmen wir das Innere des Weltwunders. Wir klettern Stangen hoch, hangeln uns an Gittern entlang und weichen natürlich auch durch Sprüngen verschiedenen Gegnern aus, unter denen sich auch Mumienwurms befinden. Bandagierte Steinklötze, die uns platt machen wollen. Unter dem Dach des Levels finden wir dann den Stern. Lande auf allen 4 Säulen erfordert tatsächlich ausnahmsweise mal die Flügelkappe und ist so einfach erklärt, wie der Levelname vorgelesen ist. Ich schnappe mir den Federhut und fliege zunächst die Säulen ab, welche ich aufgrund von Treibsand nicht erreichen kann. Beim Monolith Nummer 4 angekommen, trennt sich die Spitze der Pyramide plötzlich und explodiert in einem lauten Knall. Darunter befindet sich ein Loch, in welches wir natürlich reinspringen. Mario findet sich auf einem Fahrstuhl wieder, welcher ihn bis ganz nach unten führt und Zugang zu einer geheimen Schatzkammer ermöglicht. Diese wird jedoch von 2 steinernen Händen bewacht, welche natürlich nicht sehr erfreut über unsere Ruhestörung sind. Und im ersten Anlauf überlebe ich den Encounter tatsächlich nicht. Einer der Hände schafft es, mich von der Stage zu schieben.
Glücklicherweise müssen wir bei einem erneuten Betreten der Stage nicht nochmal alle Säulen abfliegen, sondern starten gleich auf dem Fahrstuhl. Obwohl ich mich sehr über dieses Entgegenkommen der Entwickler freue, ereilt mich schlimmes Lava-Lagoon-PTSD. Was ist, wenn die maximale Münzen-Challenge hier eine ähnliche Katastrophe birgt? Der nächste Versuch gegen den Boss ist erfolgreich. Innerhalb der Handballen befinden sich Augen, welche sehr empfindlich auf Marios Attacken reagieren. Ich klatsche die Klatscher weg und erhalte dafür den Powerstern. Es ist rote Münzenzeit. Auch dieses Mal werde ich das Sammeln der roten nicht mit der maximalen Anzahl der Taler kombinieren. Es würde auch überhaupt nicht funktionieren, da der Stern für diese Mission außerhalb der Pyramide spawnt, ich aber in das Gebilde muss, um die dort vorhandenen Münzen zu sammeln. Im Gegensatz zu der Lagune und der grünen Giftgrotte sind die 8 gesuchten Objekte in diesem Level wieder sehr klassisch über die Stage verteilt, was die Suche tatsächlich sehr spaßig macht. Als ich in die Oase springe, um Münze Nummer 4 zu bergen, klaut mir der Kleptogeier meine Mütze. Da dies optisch etwas frischen Wind in die Bude bringt, beschließe ich, sie mir nicht zurückzuholen. Abgesehen von einer lustigen Animation am Ende einer Aufgabe, nehmen wir nun für jeden eingesteckten Treffer einen Punkt mehr Schaden. Die Flügelkappe kann ich aber weiter nutzen, was gut ist, weil ich diese für die anderen 4 Coins brauche. Die schweben nämlich zwischen den 4 Säulen. Wir pflücken sie uns aus der Luft und nehmen Stern Nummer 64 in Mario 64 auf dem Steinplateau in Empfang. Die letzte Aufgabe führt uns nochmals in die Pyramide. Löse das Pyramidenpuzzle, heißt die Direktive. Hier von einem Puzzle zu sprechen, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Des Rätsels Lösung ist nämlich simpel und ergreifend, die 5 richtigen Münzen einzusammeln, welche auf einer Plattforming-Sektion auf uns warten. Ich finde den Wüstensandfluss, in dem wir ganz zum Ende aber in Richtung Stern getrieben werden, durchaus kreativ und witzig. Was uns nur noch fehlt, wisst ihr sicherlich. Genau. Alle Taler finden und den Stern für die 100 Münzen einsacken. Im kompletten Gemälde sind insgesamt 136 davon versteckt, 74 außerhalb und der Rest innerhalb der Pyramide. Es ist also auch für einen Casual-Spieler unbedingt notwendig, mindestens 48 Coins außerhalb der Pyramide einzusammeln, wenn ihr an den Bonusstern kommen wollt. Uns tangiert das in diesem Run natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, ob diese Challenge ähnlich unangenehm war wie die Lagune. Nein, nicht wirklich. Es gibt zwar hier und da wirklich schlimme Fallen, auf die man aufpassen muss, aber wenn man diese erstmal raus hat, ist der Rest kein Problem. Das erste Hindernis stellte die kleine Korkbox dar. Denn es kann sehr schnell passieren, dass die Münzen in alle Richtungen fliegen und auf dem Instadev-Treibsand an der Levelbegrenzung landen. Außerdem können sie durch die Decke hier klippen und sind dann für den Spieler nahezu unerreichbar, bevor sie dort oben despawnen. Außerdem muss ich die Box zwingend an etwas zerspringen lassen. Hierfür kommt eigentlich nur eine der 4 tragenden Säulen in Frage. Durch die großen Korkboxen ballert das Ding einfach durch. Ich versuche mich daher in einem Trick. Ich stelle mich mit der Kiste direkt vor die Säule und hoffe, dass dadurch die Münzen direkt in Mario reinfliegen. Das hat zwar nicht so recht geklappt, aber das RNG meinte es gut mit mir. Die Geschwindigkeit und Flugrichtung waren human genug und ich konnte alle 3 einsammeln. Jeweils 5 Taler erhalten wir zudem von den Pokies, welche hier ihr Debüt feiern. Tritt man ihnen den Kopf von den Schultern, lassen sie die 5er fallen. Am Anfang der Stage befindet sich noch eine dieser komplett durchgeknallten Kisten, welche Mario in luftige Höhen befördert, wenn man sie aufhebt. Dabei ist zwar die Flugrichtung nach links und rechts kaum beeinflussbar, schon aber wie weit wir nach vorne fliegen. Wenn ihr euch also einfach an euren Analog-Stick hängt, als würde euer Leben davon abhängen, bewegt ihr euch kaum nach vorne und könnt die Münzen, die aus ihr rausploppen, problemlos der Sammlung hinzufügen. Wirklich schlimm wird es bei der Pyramide. Sie zu erklimmen ist so schon schwer genug. Ein falscher Schritt und man rutscht unkontrollierbar in den Treibsand. Darum ist es besonders unangenehm, dass dort tatsächlich auch Münzen zu finden sind. Die dort aufgereihten sind mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ja noch ganz human. Es ist der Fly Guy, welcher mir hier massiv Kopfzerbrechen bereitet. Auf ihn drauf zu springen ist normalerweise keine Alternative, da man dann selbst propellerartig in die Luft katapultiert wird und nicht genug Zeit hat, um die spawnenden Münzen schnell genug einzusammeln. Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken zu genau diesem Gegner in der Wobbywabba-Wüste gemacht, da mir mehr oder weniger bewusst war, dass das seltsame Verhalten im Kampf gegen sie und der Treibsand schnell mein Ende hätte bedeuten können. Immerhin müssen wir den Kollegen nicht nur ein, sondern gleich 2-mal an ziemlich heiklen Stellen ausschalten. Ich habe es daher absolut geisteskranken Glück zu verdanken, dass der Fehltritt, den ich mir hier erlaubt habe, nicht das jähe Ende unserer Unternehmung eingeläutet hat. Geplant war es, den Typen in der Luft zu boxen. Den 2. Fly Guy konnte ich über diese Säule locken und ihn über einer sicheren Stelle besiegen. Die verbliebenen 10 Münzen sammle ich per Federkappe ein und betrete dann für das Grand Finale die Pyramide. Die Vorgehensweise ist hier, Gott sei Dank, sehr simpel. Hier gibt es kaum eine Stelle, welche besondere Vorsicht erfordert. Hier und da muss ich aufpassen, dass durch besiegte Gegner spawnende Münzen nicht im Zentrum der Stage buchstäblich im Sande verlaufen. Das ist aber kein Problem, wenn man vorher die Lava-Lagune machen musste. Einen halben Schreckmoment gab es dann aber doch.
Als ich den 100. Taler an diesem Gitter hängend einsammle, befürchte ich schon, dass ich den Bonusstern aufgrund seiner Position über dem Gitter nicht erreichen kann. Mit einem Backflip kommen wir aber ohne Schwierigkeiten dran. Über den bereits erwähnten coolen Sandfluss erhalte ich Coin Nummer 136 von 136 und schließe komfortablerweise gleich darauf die Wobby Wabba Wüste über einen Missionsstern ab. Kapitel 9: Wilde Wasserwerft. Gleich zu Beginn dieses Kapitels eines vorweg. Ein Teil der Sterne in diesem Gemälde kann man erst erhalten, wenn man das zweite Bowser-Level geschafft hat. Für die Kontinuität und zur Vorbeugung von Verwirrung werde ich aber hier gleich alle Sterne behandeln und mich review-technisch danach der Bowser-Stage widmen. Um Zugang zu den beiden Abschnitten zu erhalten, müssen wir eine Tür öffnen, die 30 Sterne benötigt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits 66, also ist das mal gar kein Problem. Die Wilde Wasserwerft ist ein weiteres Unterwasserlevel, welches aus zwei großen Arealen besteht. Die erste ist sehr naturbelassen. Ein Hai schwimmt seine Runden und am Grund wütet ein starker Strudel. Areal 2 hingegen ist das totale Gegenteil. Hier finden wir nämlich eine Werft vor, in welcher ein U-Boot Bowsers ruht. Verrückt, dass der König der Koopas über ein solch mächtiges militärisches Gefährt verfügt. Naja, verrückt und auch ein bisschen dumm, denn warum sollte man Prinzessin Peaches Schloss mit einem U-Boot angreifen? Vielleicht hat die Schildkröte für die Zukunft aber auch andere Pläne. Wer weiß. So müssen wir als erste Objektive besagtes U-Boot entern. Wir starten im ersten Areal, schwimmen durch den kleinen Verbindungstunnel in die Werft und aktivieren einen Schalter, welcher uns Zugang zum Deck der Militärmaschinerie gewährt. Die Mission ist super kurz und einfach, ich bin aber schon immer ein großer Freund vom Bowser-Bild gewesen, welches die Blechdose ziert. In der zweiten Aufgabe kriegen wir es mit dem Strudel zu tun. Am Grund des Sees befinden sich Kisten, welche wir in der richtigen Reihenfolge öffnen müssen, wie auch schon im Schiff der Piratenbucht Panik. Dabei werden wir jedoch die ganze Zeit von der Strömung des Strudels angezogen. Sollten wir uns dagegen nicht wehren können, reißt uns dieser in die Tiefe und kostet uns ein Leben. Ich passe also auf und schwimme wie ein Weltmeister, damit Mario nicht ertrinkt. Neben der anziehenden Kraft des Loches ist auch die richtige Reihenfolge für die Kisten herauszufinden eine Challenge. Öffnet man nämlich eine falsche Truhe, wird der Klempner mies geschockt, was uns Gesundheit und damit auch Atemluft kostet. Grundsätzlich könnt ihr euch einfach merken, dass sobald ihr die erste Kiste gefunden habt, einfach gegen den Uhrzeigersinn im Kreis um den Strudel die restlichen Truhen öffnen müsst. Seid bei der letzten besonders vorsichtig. Sie befindet sich nämlich im Zentrum, sodass die Anziehungskraft besonders hoch ist. Dieses Mal ist es Mission 3, welche sich den roten Münzen widmet. Dies ist ein Stern, den man nur dann erhalten kann, wenn Bowsers U-Boot weg ist. Und das ist wiederum erst der Fall, wenn man die Schildkröte platt gemacht hat. Dann erscheinen nämlich Stangen, die es euch überhaupt erst ermöglichen, alle roten Münzen zu erreichen. Positiv ist, dass ich hier endlich mal wieder die Max Coin Challenge mit der Mission verbinden kann. Der Grund ist recht einfach. Mit 106 Münzen haben wir nicht nur nicht besonders viel einzusammeln, nein. Die Münzen, die wir finden müssen, sind auch super easy zu finden. Maximale Vorsicht ist lediglich bei diesem Münzturm direkt unter der Ausfahrt für das U-Boot geboten. Dieser Strömung zu entkommen ist nämlich sehr, sehr schwer. Das Ding saugt stärker als ein Dyson-Staubsauger. Hashtag not sponsored, Hashtag keine Werbung. Super nervig, da, wenn euch das Loch erwischt, ihr kein Leben verliert, sondern außerhalb des Schlosses startet und den ganzen Weg zurücklaufen müsst. Wir grabben den 100er Stern sowie die Belohnung für die 8 Blutplättchen und schlagen somit super bequem zwei Fliegen mit einer Klappe. Das hat nach der Giftgrotte, der Lava-Lagune und der Wüste wirklich gut getan. Schwimme durch die Ringe ist ähnlich trivial wie die eine Mission, in der ich euch zur Zeitüberbrückung einfach Gold Rogers letzte Worte rezitiert habe. Man begibt sich ins zweite Areal und schwimmt durch spawnende Ringe, bis ein Stern erscheint und holt sich dann die Metallkappe, um ihn einzusammeln. Heute verschone ich euch mit Anime-Zitaten, wobei... Wie wär's mit Knick-Knack-Ärmchen ab oder ruckzuck hängt der Kiefer tiefer? Als nächstes ist der Manta-Rochen am Beginn des Gemäldes dran. Wir müssen durch Ringe schwimmen, die er hinterlässt. Lästig ist hier nicht der Missionstyp, sondern die Erkennung des Spiels. Es reicht nämlich nicht, durch eine bestimmte Anzahl an Ringen zu schwimmen. Wir müssen fünfmal hintereinander, ohne einen zu verpassen, durch diese Dinger paddeln. Dieses Mal können wir, ausnahmsweise, tatsächlich dem Spiel die Schuld geben. Ich habe mehrere Videobeweise, die belegen, dass ich genau durch diese dämlichen Kreise geschwommen bin, aber Mario 64 sich dazu entschieden hat, mich einfach zu trollen. Ich hab B gedrückt! Zusätzlich erscheint der Stern genau über dem Strudel, was einem zum Schluss nochmal etwas den Angstschweiß auf die Stirn treiben kann. Die letzte Aufgabe halte ich für eine der kreativsten im ganzen Spiel, auch wenn sie recht schnell vorbei ist. Um an den letzten Stern der Wasserwerft zu kommen, müssen wir zwei Power-Ups des Spiels kombinieren. Die Metallmütze und die Tarnkappe. Erste sorgt dafür, dass wir schnell genug zum Boden sinken können. Durch die Tarnkappe können wir dann durch die Käfiggittertür laufen, hinter welchem sich der Stern befindet. Coole Kombi.
Schade, dass sie so im restlichen Game keine Anwendung findet. Bonus! Rematch mit Bowser. Kommen wir nun zum zweiten Encounter mit dem grimmigen Schuppentier. Wie auch schon im ersten Bowser-Level müssen wir zunächst ein lineares Gebiet meistern. Das Layout ist dieses Mal deutlich bedrohlicher und sorgt mit dem großen Lavasee für ein cooles Boss-Ambiente. An diesen Stages zeigt sich, wie gut Mario 64's Platforming funktioniert. Analog zu den Unterleveln der Lava-Lagune und der Wubiwaba-Wüste glänzt das Spiel hier durch das Weltdesign am hellsten. Wir hangeln, springen und rennen vorbei an zahlreichen Fallen und Gegnern und sammeln dabei die 8 roten Münzen für den Bonusstern ein, für welchen wir sogar Walljumpen müssen. Einzig der Bosskampf lässt für damalige Verhältnisse zu wünschen übrig. Es ist zwar mittlerweile Standard für alle Mario-Spiele, doch das macht es nicht besser. Denn bis heute sind sämtliche Bowser-Rematches einfach nur leicht schwerere Versionen des ersten Kampfes. Entweder der König der Schildkröten, nicht zu verwechseln mit dem Herr der Schildkröten, hat einen Move mehr oder die Plattform, auf der der Kampf stattfindet, hat kleine Veränderungen erhalten. Und ich verstehe dabei leider nicht, warum Nintendo da nicht etwas mehr Mut zur Kreativität gezeigt hat. Mit den zahlreichen Bossen des Spiels hat Mario 64 ja bereits bewiesen, dass abwechslungsreiche Kämpfe möglich sind. Dennoch suche ich ja gerade das Haar in der Suppe. Da wo das Spiel am besten sein soll, nämlich innerhalb der regulären Level, kann man eigentlich nicht meckern. Wir katapultieren das Reptil erneut in einer der Bomben und erhalten damit den 3. von 3 Schlüsseln. Dieser schaltet den letzten Abschnitt des Spiels frei, nämlich das Obergeschoss. Halte durch, Prinzessin Peach, wir sind bald bei dir. Doch die Rettung der Prinzessin muss zunächst auf sich warten lassen. In der nächsten Episode widmen wir uns dem letzten Schneelevel, erklimmen Berge und rutschen, was das Zeug hält. Vielen Dank an meine Ko-fi-Supporter, die das alles hier überhaupt erst möglich machen. Diese Woche dabei: Music, Short Story, Holly Marie, Screwmans, du Hammertyp, Kuss zurück, Skischnitte, der maskierte Kontrolleur, Filmfritteuse und der absolute Ehrenpanda Edi. Vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und in diesem Sinne, auf Wiedersehen.